Die sehen aus wie so Popcornhühnchen vom Asiaten. Kennt ihr? Children. Children are the innocents of this world. Although they sometimes have nightmares. For none of them nightmares should become a reality. Snatched from the safe home of their parents. Trapping in a labyrinth full of dead fear. Confronting twisted forces for whom tormenting their victims is the only form of amusement. Every day, I have to fight with demons from the past. Flashbacks are stealing control of my life. Distorted faces, gruesome riddles, decaying bodies, and the scent of fear have been ingrained in me. So I become entwined, just like by poisonous ivy. Sometimes I can't distinguish reality from the visions in my head. Am I dreaming? Maybe I have never escaped, and I'm still trapped. What have I done to deserve this repeating hell every single day? My name is David, and 15 years ago, I was kidnapped. Will you help me overcome my trauma? David, is that you, honey? Please help me. Jesus, ich war nicht darauf vorbereitet, dass das so ein fiesen, dass das so eine fiese Story ist. Mladi. Warte, ich mach die Alerts aus. Vielen Dank, Toastata, für die 49 Monate und vielen Dank, Rockon, für die 37... Oh, jetzt habe ich gerade das Ding ausgemacht. Nein, es kommt nicht mehr. Rockon, danke für die 37 Monate. Danke, Toastata, für die 49. Danke, Zuckereule, für die 41 Monate. Und Oberst, danke für die 10 Monate. Vielen Dank für eure Resubs. Schönen guten Abend. Hallöchen. Ein bisschen zur Seite rücken. Okay, wird gemacht. Lautstärke ist jetzt besser, ne? Sollte angenehmer sein. Er wurde gekidnappt. Wir, unser Protagonist, wurde gekidnappt. In der Vergangenheit. Mama, ha ha ha. Drücke F, um zwischen dem normalen Schein und UV-Licht zu wechseln. Das UV-Licht ermöglicht es, versteckte Botschaften und Hinweise zu finden. Du verängstigt? Mama, haha. Stirb, stirb. Verstecken, kaufen. Verängstigt. Bring dich um. Eingesperrt. Mom, haha. Jeez. Du bist der Nächste. Meinte am Anfang war eine versteckte Botschaft. Hallo Chrissy. Hi. Der Pfeil zeigt nach rechts. Okay. Das ist jetzt etwas, das wir nur mit dem UV-Licht sehen, nehme ich an. Ja. Oh, ach so, ich hätte nicht gewusst, dass ich nach rechts soll. Ich dachte, wir gehen nach links. Oh, halt, warte, das geht ja gar nicht. Aber die Hinweise werden bestimmt noch etwas hilfreicher als das jetzt hier. Ich bin mir nicht sicher, ob die mich erschrecken wollen oder ob die so ganz süße Nieser haben. Klang wie so ein Hz. Hz. Stirb, stirb. Chrissy, danke für die 100. Danke für die 100 Bits. Du bist also die Türsteherin. Nun, tut mir leid, aber ich glaube, wir haben ein Problem, denn ich muss da durch.
Oh, V-Licht, verrate mir das Geheimnis. X. Drücke leer, um den Gegenstand im Inventar zu sehen. Wir haben eine leicht zusammengedrückte Orange aufgesammelt oder so. Blob, danke für die 100 Biddies, auch dir. Ach Mann, da kommt man gerade vom Kochen wieder und Schwabbel ist mal wieder dabei, sich vollbusige Schaufensterpuppen anzusehen. Darauf habe ich überhaupt nicht geachtet, aber jetzt möchte ich darauf achten. Oh. 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 Ladies, tut mir leid. Auf den Puppenteilen hier wachsen überall Pilze. Oh, die sieht ja fies aus. Was ist mit dir los? Hallo. Sind das deine Girls? Die hast du aber nicht gut behandelt. Da fehlen so ein paar Körperteile. Ich soll dir die Orange ins Maul stecken. Die Köpfe sehen aus wie, weiß ich nicht, wie die Nurse aus DBD und auch so ein bisschen wie die Klicker aus The Last of Us. Die Pilze auf der einen Gesichtshälfte. Na gut, ich nehme an, du bist hungrig. Guten Appetit. Ach, das ist eine Nase. Ach. Ich dachte, ich stecke das in den Mund. Gut, dass das Spiel das Denken für mich übernommen hat. Geht nicht auf? Warum nicht? Hinweise. Wirkt sie uns? Ich glaube schon. Hi, David. David? Hi. You look pale. Are you okay? It's just nightmares. They keep haunting me. I feel like I'm back to my childhood again. It's maddening. Remember, it's completely normal after all you've experienced. You will go through episodes of despair, sure, but what's important is that you don't lose hope. Hope, huh? But it's been 15 years already. How much longer can I go on like this? Why do I keep getting worse? David, your abduction has left its mark on you. A mark which can't be erased easily, that's why I'm here. So we can work through this to get... I'll find you, boy! Did you hear that? Hear what? Did you hear that? That voice. It's Frank. Oh, God. He's back. Fuck. I can't do... David, calm down. The man who hurt you is gone. It's just you and me here. You're safe. Just breathe. Right. Right. He's dead. Don't look around. Sit properly. Just breathe in. Breathe out. That's it. You see, the human mind, especially under duress,
has a tendency to distort reality. It can make you see things that aren't really there. It can make you hear voices or notice hidden patterns. That's a part of... Part of the process? Me losing my mind, losing track of time, and waking up in God knows what places is also part of the process. What do you mean? Recently, I've been having these, I don't know, gaps in memory. Sometimes I don't know what's happening to me, or I do to some degree, but it feels like I'm walking through the fog. Fuck, it's getting worse, isn't it? David, episodes of short-term amnesia can occur in patients with post-traumatic stress disorder. It's another symptom that makes me emphasize what I've been saying all along. I know. I should take a break, but what good will it do if I go somewhere? It's not a cure. How is this supposed to help me? Sometimes you have to cut deep to find what you're looking for. But sometimes you have to let it go. It's not about finding a cure. There's no magic remedy that will instantly heal you. But you do need to give your brain some space to sort through all this traumatic experiences on its own. Maybe. Maybe you're right. We can try to find a way that would allow you to pick up the pieces in a safe, friendly environment. There's one place I know and recommend. Some of my patients stayed there before with great results. You can retreat there, forget about everything for a while, and if you need anything, I'm just a phone call away. Yeah, I'll try. I'll go there. I can't keep being afraid forever. You better hide, David. Boah, muss das schlimm sein, fuck. That was one hell of a journey to get up here. Laura never mentioned that taking care of myself would be so exhausting. Okay. Seit wann spielt er? Wir haben gerade erst angefangen, vor 5 Minuten oder so. Unser Protagonist wurde vor 15 Jahren entführt. Von wem genau, wissen wir noch nicht so genau. Er hat ihn Frank genannt, seinen Entführer. Das Ganze ist 15 Jahre her, aber er leidet immer noch an den Folgen dieser schrecklichen Erfahrung. Not the best weather for vacation. Huh. I don't want to think about Laura's suggestion right now. Patient mit Bewusstseinsstörungen, hat schweres Kindheitstrauma erlebt, posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert, ist derzeit in psychotherapeutischer Behandlung. Einweisung in eine geschlossene Psychiatrie wird empfohlen. Es ist außerordentlich wichtig zu ermitteln, ob... Antidepressants, a class of medication designed to alleviate symptoms of depression, operate on the intricate chemistry of the brain by modulating neurotransmitter levels, particularly serotonin, norepinephrine, and dopamine. They restore equilibrium to the delicate neural pathways that govern mood regulation. Hier kann ich nicht viel mehr machen. Wir haben jetzt einfach nur gesagt bekommen, wie genau Antidepressiva funktionieren. I always feel like someone is watching me from inside. Es fühlt sich immer so an, als ob wir aus dem Schrank heraus beobachtet werden würden. Oh. Ziehe die Maus, um ein Objekt zu drehen, und drücke rechte Maustaste, um die Interaktion zu schließen. Schmerztabletten. Alright. Here they are. My Wonder Candies. Without them, I would have an even harder time pretending to be normal.
These ones always make me feel really weird afterwards. Das sind alles unterschiedliche Tabletten. Wie viele kriegt er denn? I could do with no nightmares this time around. Okay, ich glaube, wir haben jetzt die Schlaftabletten genommen, die wir im Bad gefunden haben. What the hell is this? Where am I? I need some light. Right now, or I'll lose my mind. Das Teil 1 hast du schon gespielt, Schwabbel? Ich denke schon, aber ich kann mich da jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so gut dran erinnern. Ja, Teil 1 haben wir gespielt. 2021. Gut, zu meiner Verteidigung ist auch schon eine Weile her. Hätten wir uns vorhin da. Sollen wir uns die Zusammenfassung angucken? Nee. Wir wissen ja, was passiert ist. Anscheinend wurden wir entführt. Was ist hier los? Loot? Denk daran, die Taschenlampe zu verwenden und dich möglichst im Licht aufzuhalten. Die Dunkelheit kann tödlich sein. A music box. It needs a key. Wir brauchen einen Schlüssel. Okay. Batterien haben wir bekommen. A, B, Z and this symbol. A gleich 1, B gleich 2, Z gleich 2, 6. Boah, ich glaube nicht, dass das so in der Luft schweben soll. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Schnatterlinski, danke für die 3 Monate. Vielen Dank fürs Resubben. Danke fürs Verlängern. Alter, das ging zu schnell. Lass mich das angucken, Bro. Moment. J. Für Anne. Anne schien eine Krankenschwester zu sein. Aber da kommt ganz viel Blut raus aus Anne. Und außerdem hat sie Hörner und einen teuflischen Schwanz. Haben wir das für unsere Krankenschwester gemalt vor 15 Jahren, als wir gerettet wurden? Frau Martinez, danke für Ihre prompte Bereitschaft in dieser äußerst sensiblen Angelegenheit. Wir haben Ihren Bericht an die offizielle Stelle weitergeleitet und wurden bereits informiert, dass bald eine Prüfung durchgeführt wird. Sie werden zeitnah von Erica Cadell kontaktiert werden, die dieses Gutachten im Namen von... Bitte informieren Sie uns über weitere Entwicklungen in diesem Fall. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Thomas. Ich weiß nicht, wie ich das ausspreche. Drei Ziffern. Oh, not this again, please. Ich glaube, wir haben eine Sicherung gefunden. Hello? What the hell is happening? Ich weiß nicht. One step closer to getting out of here. Ja. Wir brauchen noch 2 weitere Sicherungen. Okay. Zum einen haben wir da irgendwas mit der Tastenkombination. Zum anderen... brauchen wir hier einen Schlüssel. Was haben wir hier?
Der Patient spricht manchmal über seine Erlebnisse, begreift sie jedoch als Träume. Seine Mutter wird dabei ebenfalls erwähnt, aber ihre Rolle wechselt von Erzählung zu Erzählung. In manchen ist sie wie er ein Opfer, in anderen ist sie mitschuldig an den Entführungen. Es mangelt an Kohärenz bei seinen Aussagen. Wenn wir davon ausgehen, dass sie keine vorsätzliche Erfindung sind, ist anzunehmen, dass es sich bei ihnen um Folgen des Schocks handelt. Der Patient steht weiter unter Beobachtung. Lara, danke für die 45 Monate. Vielen Dank für dein Resub, Hallöchen. A1B2Z26. Aber was machen wir daraus? Anne. Anne? I feel like I've seen her before. Oh, wartet. N hat 3 Buchstaben. Und A ist die 1 und B ist die 2, weil die im Alphabet an erster und zweiter Stelle kommen. Und N ist A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Okay. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wait, no, that's about me. From 15 years ago. Ende der Schreckensherrschaft. Serienmörder tot aufgefunden. Von Dee Whitlock. Ein Verdächtiger im Falle einer Reihe von Kindesentführungen und Morden wurde heute tot aufgefunden, bestätigt ein Sprecher der Polizei. Die Beamten erhielten Informationen zu seinem Standort, nachdem das Opfer der jüngsten Entführungen entkommen und von einer Streife in der Nähe aufgefunden worden war. Bei der Durchsuchung der verlassenen Schule, die der Junge als Standort der Entführung angegeben hatte, wurde eine Leiche gefunden, die als der berüchtigte Serienkidnapper Franklin Deegan identifiziert werden konnte. Polizeinahen Quellen zufolge müssen die Identitäten der verbleibenden Opfer noch bestimmt werden, während der einzige Überlebende ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sein Zustand ist nicht bekannt, aber man kann nur mutmaßen. Wir waren in einer Schule eingesperrt mit dem. War ich das? Hallo Redbeard, hallo Yuki, hallöchen. Klingt, als ob jemand Sex hat auf der anderen Seite der Wand. Chat, wenn das zu rätsellastig ist, dann könnte die durchschnittliche Spielzeit von 2 bis 4 Stunden auf 20 Stunden hochschießen bei mir. Ich möchte mich im Vorhinein entschuldigen für... Am I even in the same place? Oh, was habe ich da? Hell. Hölle. Hölle hat 4 Buchstaben. A, B, C, D, E, F, G, H. 8. A, B, C, D, E. 8, 5. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Was haben wir da noch aufgesammelt? Da war doch noch irgendwo ein kleiner Schnipsel. Was mit dem? Wo ist der hin? Oh, nee. Was war das für ein kleiner Zettel? Warum wird er mir nicht mehr angezeigt? Der ist jetzt als Quest-Item auf der 2. Das heißt, ich kann irgendwo... Warte mal, warte mal. Truly great men must, I think, experience great sorrow on the earth. L-E-E-Chat. Aber...
Aber... Okay, wartet, wir haben es gleich, Chat. Oh, verdammte Scheiße, Rätsel, Bro. Vielleicht soll einfach alles zusammengezählt werden. Nein, das macht keinen Sinn. Gibt es eine Null? Zwölf plus fünf ist 17. Plus neun ist 26. I don't get it. I don't get it. Das I und das E kriege ich noch übersetzt, ja? Weil die befinden sich, die sind einstellig. Ja, ist kein Problem, Chat. I ist die 9, E ist die 5. Kein Problem. Aber das L? Beim L kriege ich das nicht hin. Vielleicht soll ich 1 und 2 zusammenrechnen? Ergibt 3. Vielleicht haben wir noch nicht alle Hinweise gesammelt, die notwendig sind, um dieses Rätsel zu lösen. Ich spüre, dass da irgendetwas nicht fern meiner Position darauf wartet, entdeckt zu werden, wie zum Beispiel diese Batterien. Großartig, großartig. Hier brauchen wir einen Schlüssel, wurde gesagt. Haben wir noch nicht. War Schwabbel wütend? Warum sieht das Regal so aus? Das war ich nicht. Schwabbel ignoriert euch mit Absicht. Wieso, was schreibt ihr? Das Wort steht an der Wand. Die. A, B, C, D. A, B, C, D, E. E, A, E. Oh! Es war Dai. Darauf muss er erstmal kommen, Chat. Darauf muss er erstmal kommen. Guck mal, es gibt so viele. Es gab... Chat, darauf muss er erstmal kommen. So... wieso werden ausgerechnet hier drei Buchstaben markiert? Und das brauche ich nicht. Wofür ist das? Das ist doch Blödsinn. Oder? Lie. Dai. Das war so unoffensichtlich. Ja, Bro. Ja, egal. Gute Arbeit, gute Arbeit. Das ist der Schlüssel für die Schatulle. I know this melody from somewhere.
sleep. And remember, don't be afraid. Okay, erstens creepy. Zweitens, Chat, wir haben auch nur UV-Licht. Hätten wir das angemacht, wäre es ein bisschen offensichtlicher gewesen. Seht ihr, hätte ich das gesehen, hätte ich gewusst, ach Mensch, guck mal, ich glaube, die Worte sind von besonderer Bedeutung. Weil, so wie ihr das gesagt habt, ist das so... Hätte man das kommen sehen können? Vielleicht, aber da muss man halt schon Next Level denken. Ich finde, so war das noch nicht so offensichtlich. Aber so macht Sinn. War meine Schuld, dass ich das UV-Licht nicht benutzt habe. Upsi. Wir können jetzt da rein. Vorhin hat er noch gesagt, er hat Angst, dass da jemand lauert und ihn beobachtet. Hörst du ihre Schreie? Truly great men must, I think, experience great sorrow on the earth. Den Zettel haben wir schon gefunden, aber leicht bekritzelt. 12. 5, 9. What kind of sick joke is this? Why is this happening again? Alright. Oh! Messer. Okay, so weit, so gut. Bleib dicht bei mir. Blip blub. Just need one more. Eine weitere Sicherung. Was wir noch haben, ist dieses Messer. Vielleicht sollten wir das untersuchen. Vielleicht ist da irgendein Hinweis drauf. Nope. Einfach nur ein Messer. Was können wir mit Messern machen? Schneiden. Stechen. Vielleicht ist irgendwas in den Kopfkissen versteckt. Aufschließen. Eine Tür? What the fuck? Zustand des Patienten allgemein schlecht. Mehrere Verletzungen am Körper. Ein ausgerenkter Arm und zwei gebrochene Rippen festgestellt. Dehydriert, mangelernährt, stark erschöpft, aber stabil nach Beginn der Infusionstherapie. Keine Reaktion auf Stimuli von außen. Vorläufige Diagnose umfasst unter anderem Schock und Katatonie. Neben Behandlung der Wunden ist intensive psychiatrische Betreuung empfohlen. Du hast mir das Herz gebrochen. Also brach ich dir deins. Ich glaube, das Messer soll in die Brust rein. Da steht lügende Schlampe. Vielleicht hat sie uns betreut und versucht, für uns da zu sein und hat uns gesagt, sie wird immer da sein, wenn wir sie brauchen. Und dann hat sich aber der Kontakt verlaufen. Gute Arbeit, Chat. Haha. Der erste Raum wäre geschafft. Chris, danke für die 17 Monate. Vielen Dank für den Resub.
Okay, wichtig ist es, dass wir erstmal alle Hinweise sammeln. Und dass wir das UV-Licht öfter benutzen. Da ist ein Kreis mit einem Punkt drin. Können wir das öffnen? Nee. Alright. Is this some cipher? Wir brauchen weitere Zeitungsschnipsel, Papierschnipsel, Schnipsel, Dingsbums, ihr wisst, wovon ich rede. Kathy Johnson kann ich erkennen. Kennen wir unseren eigenen Namen? Vielleicht ist das unsere Mutter. Noch so ein Gefäß? Check. This is mine. Someone went through my past. Why? Describe the human nervous system. The human nervous system is a collection of specialized cells responsible for controlling the body's activities. It consists of the brain and spinal cord, as well as the peripheral nervous system. It influences the body's functions, such as movement, breathing and blood circulation. Klingt wie ein Test aus der Schule, der ihm gehört hat vor Ewigkeiten. Pain sensation of pain inflicting. Pain, pain, suffering, pain, pain. Pain, pain, death, sensation of pain. Schmerz, die Sensation des Schmerzes? Nee, die Sensation, die man empfindet, wenn man Schmerz zufügt anderen. Schmerz, Schmerz. Leiden, Schmerz, Schmerz. Schmerz, Schmerz. Tod. Oh. Chat folgendes. Zum einen sehe ich hier einen Schnitzer, der von großer Bedeutung sein könnte. Auf der anderen Seite können wir die Uhrzeit einstellen. Du weinst? Joink. Joink. Rin, danke für die 19 Monate. Hi. Gefäße hier abstellen. Ja, aber wir haben nur zwei und drei sollen es insgesamt werden. Sparen wir uns noch. Oh, jetzt haben wir drei. Hoho. Das hat ein Stöpsel, das hat zwei Stöpsel, das hat drei Stöpsel. Nein. Also von... Nee. Von klein nach groß, maybe? Das ist noch nicht ganz richtig. Wir kümmern uns gleich darum. Oh. Das ist ja nicht so schwer. Da kann ich raten. Irgendeins davon muss ja richtig sein. Okay. Disgusting. Someone has an obsession with bodies. Wenn ihr was seht, schreit ihr, ja? Noch so ein Schnipsel. Okay, ich glaube, wir haben alles gefunden, was man finden kann. Jetzt geht es darum, die Rätsel zu lösen.
Wartet, wartet. So. Also, wir haben die nach der Größe sortiert. Aber das war nicht die Antwort. Was fällt uns noch auf? Nicht die Größe der Flasche, nicht die Höhe der Flasche, sondern vielleicht die Größe des Korkens. Das Symbol ist, glaube ich, überall das gleiche. So, wenn wir nach der Größe des Korkens gehen, meine Damen und Herren, müssten wir damit anfangen. Dann so und dann so. I'd better have some spare batteries ready. Zwei gucken mit dem Rücken zu uns und eins guckt zur Seite. Im nächsten Raum sind so halbe Pac-Mans, aber ich glaube nicht, dass die für unseren Raum wichtig sind. Ich glaube, die spielen erst eine Rolle, wenn wir die Küche betreten. Deshalb sehen wir mal vorsichtig davon ab, da jetzt zu viel hinein zu interpretieren. Menschen. Nervensystem. Hier sind Zahlen. Oh. Ziffern, Ziffern, Uhrzeit, Time to die. Vielleicht sind auch Hinweise wichtig, die wir nicht aufsammeln können. Hinweise, die man einfach so sieht, aber nicht anfassen kann. Der Fernseher zum Beispiel. Kann ich den Fernseher pausieren? Kathy Johnson. That name rings a bell. Unter dem Sessel ist irgendwas mit Kreide aufgemalt. Kathy Johnson. Seht ihr sonst irgendwelche Veränderungen? Links ist der Fernseher. Sieht alles uninteressant aus. Bang. Hier ist die Tür offen zur Küche. Bei uns ist die aber gerade abgeschlossen. Ansonsten sieht es uninteressant aus. Oh nein, das ist der geöffnete Globus, glaube ich. Da ist dieses Ding aufgemalt. Aber hier gibt es nirgendwo Infos, was für eine Zahl da rein soll. 9712581146. Ist das wichtig? Nein, 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 nein. Wieso sollte das wichtig sein? Diese Symbole sind wichtig für die Küche. Die haben wir gesehen. Diese halben Pac-Man-Viecher sahen so ähnlich aus wie an jedem Quadrat das Kästchen rechts oben. Man sieht auch nicht unbedingt, welche Uhrzeit da hinten in der Standuhr hinterlegt ist. Mitternacht, maybe? Weiß ich nicht, sieht man kaum. Ich kann nicht ranzoomen. Oder? Nee. Aber vielleicht. Warte. Guck mal, wenn ich das jetzt so offen lasse, verändert sich vielleicht meine Umgebung. Nee, doofe Idee, bringt nichts. Chat, habt ihr Ideen? Das ist ein Game, wo es Rätsel gibt. Ja, es tut mir leid. Ich gebe mir doch Mühe, Bro. Ich versuch's doch. Okay, es ist immer Mitternacht. Okay,
UV-Licht? Ja, warte. Schon wieder dieses Symbol. Aber das hilft mir nicht, oder? Doch. Nee. Warum so? Ne? Soll das helfen? Wartet. Damn, I can barely see anything. Dieses dreckige Symbol auf dem Zettel, sie müssen noch woanders auftauchen. Diese dreieckigen, nicht dreckigen, sorry. Diese dreieckigen Symbole auf dem Zettel. Ja, die müssen noch woanders auftauchen. Richtig. Diese halben Pac-Man könnten doch Zeiger sein, oder? Das Ding soll ein Zeiger sein. Drei Löcher. Zwei Löcher. Dass zwei der kurze ist und drei der lange. Der lange unten, der kurze nach links. Aber hm. Aber das ist ja auch erst für den nächsten Raum, ne? Für unseren brauchen wir der kleine rechts. Und dann der große, wie im Video zu sehen. Kleinen Moment. Weiß ich nicht. Warte, wir sterben gleich, weil wir im Dunkeln sind. Please. Ich weiß nicht, wie ich meine Batterien benutze. Wir wollen halt immer so in die Nähe raus, in die Nähe, in die Nähe, in die Nähe. Should no need for this right now. Okay. Wir schaffen das, okay? Hoffe ich. Hier sind wieder die drei Dinger nach rechts. Das, damit kann ich nicht. Das, nein, 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 das klingt. Wartet. Und das Symbol war auch hier bei diesem Globus-Dingsbums. Drei nach rechts. Aber wo ist rechts? Unterscheidet ihr euch? Nee. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Ziffern... hierfür gut sind. Aber wie können wir die übersetzen? Da ist ein Strich. Ja. Ist der Strich überall? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, Chat. Ich rechne mir gute Chancen aus, hier weiterzukommen, wenn ich die einfach, wenn ich alle Kombinationen ausprobiere. Ich hoffe, dass ihr auch seht, was ich hier gemacht habe. Ich habe die Flaschen angeleuchtet. Und auf den Rückseiten der Flaschen war zu sehen, dass hier ein Ponökel sein soll und hier drei. Und dann konnte ich per Ausschlussprinzip, wusste ich, dass die Mitte quasi für die zwei zuständig ist. Okay. Sollten die Wohnbedingungen des Schülers überprüft werden? Die Beziehung zu seiner Mutter sollte Gegenstand eines Gutachtens sein, da ihre enge Beziehung ein Anzeichen auf eine schädliche Dynamik sein könnte. Es stehen keine Informationen zum Vater in den Datenbanken des Schulbezirks und die Nachforschungen dazu waren nicht erfolgreich. Gleichzeitig auftretende finanzielle Probleme in der Familie können... Mach auf. Don't move, David. That's right. Be a good boy and stay still. Oh God.
See? There's nothing to be afraid of. What the fuck was that? It felt so real. Ich darf mich immer noch nicht bewegen. Doch, okay. Wenn das Monster kommt, muss ich still stehen bleiben, oder was? Fuck. How is this real? Are these human organs? Vielen Dank für das Treffen. Es war ein wundervoller Abend. Ich bin froh, dass ich dich mit dem Gespräch über Kinder nicht verschreckt habe. Deine Leidenschaft dabei hat mich überrascht. Ich bin mir sicher, dass deine Arbeit an der Schule mehr als ein Zufall ist. Wir sehen uns morgen zwischen den Stunden. Euch soll ihm das Herz einsetzen. Completely disemboweled. I'm gonna puke. Wonderful, David. You are making me so proud. You're not real. Get out of my head. Eins, zwei, drei, vier. Drei nach unten. Ah, guck mal, Chat. Jetzt ergibt es direkt viel mehr Sinn. Die zwei nach links. Ah, ja. Okay, okay, okay. Die eins nach rechts. Und die vier könnten wir jetzt einfach per ausprobieren. Dinner with Tea, 9.20 Uhr. 9.20 Uhr. Und Frau Johnson, wir erinnern Sie daran, dass in Übereinkunft mit den derzeitigen Vorschriften Beziehungen zwischen Personal innerhalb einer Bildungseinrichtung nicht gestattet sind und dieser Fall uns gemeldet wurde. Das könnte eine negative Auswirkung auf die Qualität der Bildung unserer Schüler haben, besonders im Hinblick auf die Anschuldigungen wegen unangemessenen Verhaltens gegenüber Kindern, denen Herr Lowe... Warte, was? Frau Johnson. Und Kathy Johnson war im Fernsehen zu sehen, richtig? Beziehungen zwischen Personal innerhalb einer Bildungseinrichtung nicht gestattet. Warte, also Frau Johnson hat jemanden kennengelernt, der an der gleichen Bildungseinrichtung wie sie gearbeitet hat. Die beiden waren auf einem Date, hatten die gleichen Ansichten zu Kindern und haben sich gut verstanden, aber vom Chef wurde ihnen verboten, dass sie eine Beziehung führen. Und der Chef hat das damit begründet, dass das eben so die Regeln sind und dass sie Angst haben, dass die Bildung der Kinder dadurch irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Und als weiterer Grund, dass ein gewisser... Herr Loh, ... bereits Anschuldigungen in Bezug auf unangemessenes Verhalten gegenüber Kindern bekommen hat. Und dass die Situation nur verschlimmern würde. Ho. Okay, wo kommt der Schlüssel rein, den wir gefunden haben? Doink. This. I feel like I should take it with me. Ich glaube, wir haben alle Schnipsel gefunden. Ich
weiß noch nicht genau, wo wir die ausbreiten sollen. Oh. She was my teacher. Kathy Johnson war unsere Lehrerin. Und irgendwo da sind wir anscheinend auch mit dabei. Ich habe vergessen, wie wir heißen. Ich weiß nicht, wer davon wir sind. Wir sind David? Die fünf? David Stipka? Okay. So, ich sag mal so, ihr Süßen. Ich würde als nächstes das Rätsel am Herd lösen. Ich weiß nicht, wo wir das letzte Symbol herkriegen. Aber das letzte Symbol müssen wir auch nicht unbedingt finden, weil wir raten können. Do I really have to take this? Hast du nicht gesagt, das sehen wir drüben im Raum? Na, in dem Raum bin ich ja schon gewesen jetzt, in der Küche. Da hatte ich das durch die Tür hindurch gesehen. Ich war auch noch der Meinung, dass wir das hier gesehen hätten. Ach so, hier war's. Ach, die, ja. Die 4 soll nach rechts. Okay, stimmt. Im Fernsehen war's. Oh, ist uns wieder zu dunkel. Sorry. Beruhig dich, Großer, beruhig dich. Alles gut, alles gut. Was machen wir mit diesem Schlüssel? Wir haben diese Symbole vorne drauf. Den Schlüssel hat er leider übersehen. Nein, 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 wir haben den Schlüssel doch. Der muss nirgendwo rein. Auf Globus? Okay. Dreieck. Dreieck mit Strich durch. Dreieck mit Strich durch. Dreieck. Alright. Gefällt mir. Aber... Ich habe keine Dreiecke. Oder habe ich Dreiecke? Sie sind dafür verantwortlich, Chat. Alles ergibt jetzt einen Sinn. Wartet. Okay. Ich dachte, ich habe irgendwo einen Tisch, wo ich die erstmal draufpacken darf, damit alles Sinn ergibt, aber dem ist nicht so. Dreieck nach oben mit Strich durch ist die 2. Okay. So. Dreieck nach unten mit Strich durch ist... Normales Dreieck ist... Wartet. Ist die 1. Und normales Dreieck nach unten ist... ...3 oder mehr. What? Ich habe alles richtig gemacht. Es sei denn, die Punkte sind auf irgendeinem Bild. Wartet. Wartet.
Ich glaube, da lag der Fehler. Lass mich die Scheiße doch kurz auf dem Boden verteilen. Wieso muss ich denn in meinem Inventar alles zusammenfügen? Der Schlüssel. Dance Macabre. The Dance of Death. Der Tanz der Toten, Chat. Fehlt nicht mehr viel. Also nochmal in aller Ruhe. Schwabbel das Bein. Das Bein, das hier rausguckt, mit dem können wir nichts machen. Konzentrieren wir uns erstmal nur auf das Dreieck mit der Spitze nach unten und dem Strich durch. Oder? Schaut her, ihr Süßen. Also. Das hier ist die Ecke links oben. Und das Dreieck mit der Spitze nach unten und dem Strich durch sehen wir hier schon. Davon sehen wir die Hälfte. So, der Verdacht liegt also nahe, dass hier die 3 hingehört. Aber was, wenn auf der anderen Seite, auf der rechten Hälfte dieses Dreiecks, was, wenn da noch weitere Punkte sind? Deshalb gucken wir uns jetzt den Schnipsel rechts oben an und gucken, ob da noch weitere Punkte an dem Dreieck anliegen. So. Ah ja, tatsächlich. 6. Oh, okay. Jetzt Dreieck mit Spitze nach oben und einem Strich durch. Hier. Wir sehen 3 Punkte, aber was ist mit der rechten Hälfte? 3 plus 2 sind 5. Ich weiß nicht, was ich vorher gemacht habe. Das geht doch voll klar. Jetzt? Normales Dreieck ohne alles. Einfach nur ein nackiges Dreieck. Das scheinen wir hier zu sehen. Rechts oben. Wir müssen das hier hinzuziehen. Nein, wir müssen das hier hinzuziehen und sehen 3 Punkte. Potenziell mehr, weil da ja so ein Stück fehlt. Aber mindestens 3. Wir müssen rechts unten und links unten mit dazu holen. Ich denke, 3 passt. Und jetzt kommen wir beim letzten Raten. Oh, wartet. Wartet. Hold up. Das war das Dreieck, was nach unten zeigt. Das heißt, hier muss die 3 hin. Und jetzt können wir hier raten. Es ist aufgetischt, Chad. This is so fucked up. Ah, wundervoll. Unser Kunstwerk dürfte jetzt vollendet sein. Was fehlt denn noch? Lunge, Leber, Herz. Dickdarm, Dünndarm. Sieht gut aus. Vergesse ich irgendwas Wichtiges? Das Bein? Ja, aber nach dem Prinzip müssen wir auch den Ellenbogen hier suchen, oder? Soll ich das Bein herholen? Ich glaube, das kann ich nicht. Bisher durfte ich das nicht anfassen. Gibt es noch andere Beine? Wir haben auch noch einen Schlüssel-Chat, ne? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ein weiterer Schlüssel mit diesen 4 Symbolen und die sind eigentlich hier hinten. Auf diesen Türchen waren die drauf, seht ihr?
Aber die haben wir auch ohne Schlüssel öffnen können, allesamt. Gab's noch mehr in der Richtung? Kühlschrank? What the fuck is happening here? Ist das der Magen? Okay, jetzt sind wir fertig. Hey, nicht schlecht, Chad. Gute Arbeit. You feel trapped, David? Oh. What? David, are you with me? I think you spaced out for a moment. Yes. I think so. Sorry. It's fine, really. But I see that you're tired. Have you been sleeping and eating okay? Well, yeah, no. I mean, just... I'm trying. This new medicine is making me... I don't know. Should I be feeling so weird after taking it? Oh, the first days are always the hardest since your body needs to get used to it. Bear with it, okay? It will get better. Or... it won't. What did you... No. Don't look, David. Focus on our conversation, please. Why can't I? Let's talk about your fears for a while, all right? We talked about them before. I know, but they're very important. I don't think I want... Blood, pain, clowns, darkness, mannequins. I said... Monsters. I don't want to talk about this. I don't want to talk about this. Please. What are you seeing, David? I don't want to talk about this! You mentioned a creature that started following you in your dreams. I don't know. I don't want to know. It makes no sense. Sometimes, what initially makes no sense becomes logical when missing pieces are added. Let's find those pieces, David. Focus. Take a look at those pictures, please. What do you see on each of them? Okay, Chad, ich sehe ganz oben zwei Frauen, die einen riesigen BH halten. Ich sehe rechts davon zwei Gartenzwerge, die sich gegenüber sitzen und so machen. Ich sehe unten eine Motte oder so. Ja. Und links sehe ich, was sehe ich links? Sieht aus wie... Erkenne ich da überhaupt was drin? Weiß ich nicht. Eine Hexe mit einer Kartoffelnase oder so? Ein Becken? Oh ja, okay, ja, true. Ein Wolf? Das sind alles Schmetterlinge? Oh, sorry. Oh, ich darf mir Sachen aussuchen. Motte? Ja, ist relativ eindeutig. You're doing great, David. Danke. Es gibt hier keine BHs. Und es gibt auch keine Gartenzwerge. Pelvis ist das Becken, ne? Ist okay, das sehe ich so ein bisschen. Ist okay. Mutter beim BH ist so entfernt verwandt. Aber nicht... Ja, das ist meine Mutter mal zwei mit einem riesigen BH. You're doing great, David. Vielen Dank, Frau Therapeutin.
Und statt der Gartenzwerge nehmen wir Blut, Fleisch, Lungen, Kinder. Kinder maybe? Aber eigentlich sehen die eher nach alten, bärtigen Zwergen aus. Clowns, Engel, Vater. Boah, klingt alles scheiße. Lunge. Chat, ich sage, das sind Engel, okay? I don't know. Good. I think that's it. Good job. How about one more? No, what? Oh, what the fuck is this? Why are you doing this to me? The subconscious is like an attic for your mind. A place where we put many old, unwanted or unnecessary items. And that's why you have to be very careful while browsing it. David? I... Why are you doing this? Doing what? Don't play stupid. Your mind is playing tricks on you, David. Calm down. I'm on your side, remember? I have no idea what you're talking about! Remember, David, I know you can. Perfect. You're getting closer and closer. Scheiße. Of course it's not over yet. Ist das der Keller, in dem wir gefangen gehalten wurden? Nein. Doch. Vielleicht? Angeblich war das in der Schule. Batterien geladen. UV-Licht sagt, dass drei Tasten von besonderer Wichtigkeit für uns sind. Die 1 und die 6 und die 9. 169. Oh. Das sind meine Mutter und ich, wie wir auf allen Vieren durch die Gegend laufen und blutiges Fleisch essen. Nice. Für Mrs. Caddy. Nein. Caddy? Cad. Cath. Promo, danke für die 5 Monate. Vielen Dank für deinen Resub. Hi. Schönen guten Abend. Da haben wir was zu lesen, Chat. Sehr geehrte Frau Kerdl, wir können nicht hinnehmen, dass in jüngster Zeit zunehmend Anträge zur Entziehung des Sorgerechts bei den meisten Familien in ihrer Obhut ablehnen, obwohl aufgrund der Beweislage klar wurde, dass Misshandlung oder Vernachlässigung vorlag. Wir verstehen, dass Sie vor kurzem einen schweren persönlichen Schlag erlitten haben, aber Sie dürfen das keinesfalls Ihre professionelle Einschätzung beeinflussen lassen. Ich sehe mich daher gezwungen, Sie bei vollen Bezügen zu suspendieren, bis sie ihre psychische Gesundheit verbessert haben. Mit freundlichen Grüßen, Mark Hamilton, Leitung Child Protective Services. Frau Kettle? Lehnt Abträge ab? Wo es darum geht, das Sorgerecht zu entziehen. Frau Kettle hat dafür gesorgt, dass Kinder, die eigentlich aus ihren Häusern raus müssten, aus den Familien raus müssten, dass sie nicht rausgeholt wurden. Und sie hat auch diese Zeichnung geschenkt bekommen für Frau Kettle. Das Datum wird hervorgehoben. Die 23 ist wichtig. Merken wir uns. Okay.
Buchstaben, keine Ziffern. Und 5 Buchstaben insgesamt. K-A-D-D? Nee, nicht Kettle. Noch ein Datum. 02199. Gesicht ist durchgekratzt. Und drauf steht Verräter. Oh. Oh nein, so Morsekacke. Okay, warte. Oh, das wird sogar, das steht im Untertitel drin. Oh, das ist ja easy dann, wartet. Kurz, lang. Lang, kurz. Lang, lang, kurz. 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 Lang, kurz, kurz. Okay. That's Morse code, right? Yep. Separate numbers. Looks like a date. Numbers. Yep. Oh. Okay, also, passt auf. Hier erkennt man ja nicht so genau den Tag und nicht so genau den Monat, aber, und auch das Jahr erkennt man nicht so gut. Aber, wenn wir, passt auf, 02199. Beide Bilder sind bestimmt am gleichen Tag entstanden. Let's go. Und dann war es 1900. Light's getting weaker. I should look for batteries. September 1998. Wasn't that... No. No, it can't be. Much better. Okay, Chat. Da ist eine Puppe oder sowas. Hallo, mein Kleiner, wie geht's dir? Was machst du denn hier? Charles. Gerade auf uns zubewegt. Sieht so aus, als ob ich irgendetwas ins Regal packen müsste. Another cube. Oh, hey! Ich hab nichts zu essen, muss den Mund gar nicht so aufmachen. Tut mir leid, Kleiner. Das Vieh verfolgt mich im Zimmer. Das bin ich und das ist meine Mom. Okay. Patientin wurde in allgemein guter körperlicher Verfassung aus dem Krankenhaus entlassen. Weitere Beobachtungen des psychischen Zustands empfohlen, da die Fehlgeburt wohl traumatisch für sie war.
Da ging es wahrscheinlich um Frau Kedel. Grund für die Schwangerschaftskomplikationen. Infektion mit S... Escherichia coli. Wahrscheinlich wegen stark geminderter Immunität. Medikamenteinnahme angeraten. Oh. Vier Ziffern diesmal. The crayon colors match the chest lock. Wir haben am Zahlenschloss unterschiedliche Farben pro Ziffer und wir haben außerdem Stifte in den gleichen Farben. Und hier sind drei Striche oder sechs insgesamt. Bin mir nicht sicher. Drei oder sechs. Oh. Auch drei oder sechs. Hä, mach ich falsch? I hope no kid had to live down here. Willkommen zu Hause, Ellie. Und die Frau Kettle das hier schon alles vorbereitet. Oh nein, die Anzahl der Stifte soll ich zählen. Oh nein, es geht nicht um die Streifen, sondern um die Anzahl. Ein gelber Stift, zwei gelbe Stifte, drei gelbe Stifte. Gibt es noch mehr? Oh no. Ich würde sagen, wir haben drei gelbe. Fertig. Aber nur einen roten. Dann updaten wir das. Fertig. Blau und grün fehlen noch. Hör zu, Kleiner. Ich habe keine Zeit für dich. Da ist noch ein gelber. Warte. Gelb ist vier. Mindestens. Updaten. Und zählen die Stifte da drin auch? Nein, 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 nein. Ja, das ist tough. Ich bin mir nicht sicher, ob die verbleibenden Farben, die ja da wären, blau und grün, die habe ich hier drin noch gar nicht gefunden. Vielleicht sind die außerhalb dieses Zimmers. Blau und grün. Grün 1. Grün 4. Mit blau-lila gemeint? Dann lila 2? Lila 2, grün 4? Fuck. Wo habe ich einen Fehler gemacht? Rot? Lila? Grün? Okay. Mama, Mama! Mach dich nützlich und such nach den Wachsstiften. Gelb 5? Meinst du? Who are we to break families apart? People deserve to have children. Wouldn't it be better to teach parents to be better than to take their kids, their lives, away? Mine got taken away even though I did nothing wrong. My sweet Ellie. Gone before I was able to protect her. The least I can do in her memory is to keep other little angels with their loved ones.
schwierig. Okay, also diese Dame vom Jugendamt hat selber ein Kind erwartet. Sie war schwanger, doch dann kam es zu Komplikationen. Sie hatte zu Hause bereits das Kinderzimmer eingerichtet, hat sich super auf den Nachwuchs gefreut. Doch dann kam es zu Komplikationen und sie hat das Kind verloren. Und in ihrer Trauer hat sie die Arbeit beim Jugendamt genutzt, um trotz verschiedenster Meldungen und der Bitte, Familien, die ihren Kindern nicht gut tun, die Kinder wegzunehmen, diese Anträge abgelehnt und dafür plädiert, dass man Familien nicht voneinander trennen sollte, anstatt die Kinder da rauszuholen und zu retten. Ja, alright. 1996. Warte, wo soll das hin? Was machen wir mit der 96? Oh, sorry. Okay, ihr habt gesagt, 5 gelbe Stifte. 1, 2, 3, 4. Wo habt ihr den 5. gelben gesehen? Einer hier oben, 2 nebeneinander und einer hier unten. Wo ist gelb Nummer 5? Im Raum drüben? Jesus. Auf dem Tisch hinter der Box. Hier hinter. Da ist noch einer. Ihr habt recht. Gelb ist 5. Vielleicht lässt es sich damit lösen. Das war's wirklich. Ihr habt so gute Augen. Oh mein Gott. They need to be arranged in a specific order. Jo. Okay. Wir haben Autoschlüssel bekommen. Warte, vielleicht auch nicht. Computer hat kein Signal. Vielleicht ist unser Kabel. Ja. Und jetzt, wartet, das haben wir direkt schon am Anfang gesehen. Das war die 1, die 6 und die 9. Oder 1, 9, 6. Okay. Oder 9, 6, 1. Oder 916? Okay. Okay. 1, 6, 9.
Oh, ich wette, das wäre gruseliger gewesen, wenn mein Licht angewesen wäre, aber ich habe es gerade durchgeswitcht wegen des UV-Lichts. Was ist hier passiert? 96, Chat. 1996. Vollkommen richtig. Dafür braucht man nur drei Ziffern. Die 1, die 6 und die 9. 1996. Und hier haben wir auch die Reihenfolge der Viecher. Pinhead. Schnurrbart. Two-Face. Topf. Pinhead. Schnurrbart. Two-Face. Pinhead. Schnurrbart. Two-Face. Information about my family? I love my mom, and she loved me. What the hell is going on here? Samuel. Vater, Mutter, zwei Töchter. Keine Erziehungsprobleme. Gut umsorgte Kinder, sauberes Zuhause, trotz finanzieller Lage der Familie. Auf auftretende Lernschwierigkeiten sollte geachtet werden. Scott. Mutter, zwei Söhne, drei Töchter. Vater hat die Familie verlassen. Vernachlässigte und oft hungrige Kinder. Lernschwierigkeiten. Warte, aber das sind ja alles nicht wir. Wir sind Scipka, ne? David Scipka. Mutter und Sohn, keine Informationen zum Vater. Soll im Gespräch mit dem Umfeld geklärt werden. Die Familie hat ein Trauma, in Klammern Entführung des Sohns, erlebt. Starke emotionale und psychische Probleme. Ja, das sind wir. Alright. Warte. Topf soll dahin. Und Two-Face hierhin. Boah, die Musik nervt ein bisschen. Holy shit. Boah, nervt immer noch. Ha. Besser. Also. Bist du Pinhead oder bist du Schnurrbart? Keine Ahnung. Zu wenig Piekser für Pinhead. Zu wenig Schnauzer für Schnauzer. So oder so, du bist die 1 oder die 2. Ich dachte, wir hätten schon 4 Puppen gesammelt. Was haben wir hier? Der Morse-Code. Gut, dass ich mir notiert habe. Kurz lang. Kurz lang ist A. Danach lang kurz N. Dann nee. Warte, hä? Nein, ich mach's falsch. Nee, ich hab's richtig gemacht. Kurz lang, lang kurz. Ja. Dann lang lang kurz. Ist ein G? Ange. Dann nur kurz. Ist ein E? Ange. Ange. Dann kurz lang, kurz kurz. Kurz? Lang? Kurz, lang, kurz, kurz. L. Angel. Engel. Natürlich. Und es gab noch dieses eine Vorhängeschloss mit Buchstaben. Hier muss die letzte Puppe drin sein. Pinhead! Sehr gut, haben wir dich. Oh.
You could have saved me. Me. Du hättest mich retten können. Du hättest mich retten können. Chad, was war denn noch abgeschlossen? Oder ist das fürs Garagentor? Sieht aus wie ein Schlüssel für einen Briefkasten oder so. Schublade? Piep, 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 piep. Für den Sarg. Oh, der Sarg! Den habe ich ganz vergessen. Oh! Okay. Das könnte jetzt eklig werden. Macht euch bereit. Please let there be no actual body in here. Da waren zwei Leute drin begraben. Wurde in der Hälfte durchgeschnitten. Jedenfalls ist ihr Po am Ende. What the hell is this? Möchtest du gehen, David? Wir sind David. Wir werden gefragt, ob wir gehen möchten. Ja. Yes, yes, for fuck's sake, yes! Wir kriegen die restlichen auch noch weg. Oh, ich darf nicht mehr. Okay. Wir haben es aus der Garage rausgeschafft. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ist das direkt der nächste Escape Room? Jesus, Broy. Ich dachte nicht, dass es so rätsellastig ist. Oh no, oh no. Okay, Chad. Also, sehr guter Escape Room Horror mit... Oh, das ist doch mein Profilbild. Warte, wieso ist mein Profilbild hier? Ist das noch mein Profilbild? Oder ist das Zufall? Das ist mein Profilbild. What the hell is this? What are those pictures? Jesus. Ja, okay. Ich habe mega Kopfschmerzen. Tut mir leid, Chat.